Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wo Ocean erstmal in die Gegend rennt. Ja, am letzten Mal sind wir in das andere Gebiet geflogen und da wollen wir jetzt heute auch wieder hin zurückfliegen. Wir haben richtig viel von diesem ein Material gesammelt. Wir hatten letztes Mal auch eine Zwiebel gesehen und die würde ich heute gerne endlich mal einsammeln. Deswegen brechen wir auf. Zu den sonnigen Anhöhen. Ah, jetzt sehe ich auch mit diesem Glitzerzeug, ne, schalte ich mir neue Gebiete frei. So, und da sind wir auch schon wieder, ne? Genau da, wo wir letztes Mal weggegangen sind. So, erstmal kommen wir mal in die ganzen kleinen Kameraden raus. Wir sammeln jetzt erstmal das, was wir da hinten letztes Mal nicht mitnehmen konnten. So. Nee, nicht den Hund wollte ich da drauf werfen, sondern da wollte ich drei loslaufen lassen. Attacke! So, den transportieren wir jetzt aber noch nicht ab. Deswegen kann ruhig abtransportiert werden. Ich würde gerne erstmal versuchen. Ich glaube, ich kann gar nicht hoch genug werfen. Muss ich mal rumprobieren. Nee, da komme ich nicht dran. Da brauche ich was anderes für. Schade. Wir können Ocean hier auf jeden Fall den Weg jetzt erstmal freilaufen lassen. Freilaufen. Freimachen. Und direkt danach folgend. Er kommt ja wieder zu mir, sobald er fertig ist. Komm, Ocean, ich glaube an dich. Oder brauchst du da Hilfe? Können ihnen ja auch beim Ziehen helfen, ne? Die gut gemacht. So, Ocean. Okay, die kriegen die Klappe nicht runter. Aber was wir runter bekommen, ist die schöne Stoppuhr, die hier hängt. Wartet, bevor ihr das abtransportiert. Das wird erstmal eingerissen. Lass das erstmal liegen. Böse Viecher. So, komme ich von hier oben vielleicht aus daran? Nee. Und hier brauche ich erst auch dieses Material. Dann erstmal das Teil da hinten runterschieben und dann heißt es Abtransport. Und dann fang schon mal mit dem Graben an. Guck mal, hier ist auch noch mal so eine Klappe. So, Leute. Abtransport. Ja, ich gerade so. So, das wird zuerst abtransportiert. Sobald das Zeug alles im Abtransport ist, gehen wir unseren vermissten Kollegen suchen. Der wahrscheinlich in dem Loch da hinten ist. Wunderschönes Fernglas. Auch eins von vier Becken, das man hier finden kann. Die Höhle betreten wir wann anders.
So, das hat Vorrang. Das nennt man Teamwork, Leute. So, haben wir, glaube ich, alles abtransportiert in der Gegend? Jo. Also, ich habe schon recht, da ist eine Zwiebel, aber wie komme ich da dran, ist die Frage. Vielleicht könnte ich die runterstoßen. Naja. Prüfen wir erstmal, ob unserem Kollegen es gut geht. Ob es für einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Ja, hab ihn gefunden. Postkaverne. Auf der Suche nach Dolphinteilen betrat ich eine Höhle und trat auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt. Und sie stieß eiskalte Luft aus, wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Das Ökosystem dieses Planeten ist voller Mysterien. Seht euch das mal an. Dieser Olima ist ja ganz schön gründlich. Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Biege kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sie nicht erst an der Basis abholen muss. Die Pikmin, die sich schon an der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Okay. Ebene 1. Ich kann nur 20 Pikmins mitnehmen. Irgendwann kommt ein Upgrade, dass ich mehr mitnehmen kann. Eine! Da sind wieder Fieslinge. Gut gemacht, Ochin. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Es könnte einer unserer vermissten Kollegen sein. Schnell bringen wir diese Person in Sicherheit. Erstmal Viecher ummieten. Die können ja schon mal abtransportieren. Und aufgesammelt. Was ist das denn? Mein Schatz handelt sich doch wohl nicht, oder? Schatz oder nicht. Es scheint eine kleine Menge Glycerium enthalten zu sein. Dann spricht auch nichts dagegen, besiegt die Kreaturen zusammen. Jedes kleine bisschen Glycerium hilft uns weiter. Also hier unten sind Gegner Glycerium. Das transportieren wir die Pigments ab. Und du machst da mal so lange kaputt. Komm her! Hello, hello. Komm mal, da vorne! Hey, Pikmins! Und tot das Ding. Die Eis-Pikmin. Das ist eine neue Pikmin-Sorte. Die habe ich schon im Trailer gesehen. Die sind ultra cool. Handelt es sich hierbei auch um Pikmin? Mal sehen, was dazu im Logbuch steht. Eis-Pikmin. Da Pikmin so echte Pflanzen sind, hätte ich nie mit einer Eis-Variante gerechnet. Eis-Pikmin können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen. Und wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Nur mit Wasser begießen sollte man sie nicht. Ihr Körper bestehen aus Eis? Absolut erstaunlich, dass sie sich mit einem gefrorenen Körper bewegen können. Wir könnten jetzt 25 Pikmins mitnehmen. Hm? Das sind ja eine ganze Menge Pikmin. Ist eine Truppe im Moment größer als gewöhnlich? Oh, jetzt verstehe ich. Im Untergrund kann man mehr Pikmin als normal haben. Wenn man will, findet ihr einem dann folgen. So, macht mal Abtransport. Angriff. Hey, ich bin Ochin.
Wenn die noch nicht alles alleine machen lassen. Wer von euch das abtransportiert, ist mir egal. Hauptsache, das kommt weg. Da ist unser vermisstes Mitglied. Und da ist auch ein Gegenstand. Aber erstmal macht Otsch den da kaputt. Hä, hier ist hier auch nochmal die gelbe Wurzel. Also die gelbe Zwiebel. Warte. Waren es einfacher. Wenn die ihn freilassen, dann graben die selbstständig. Das ging auch in alten Spielen schon so. Ja genau, Jungs. Nimmt mal mit. Und das könnt ihr dann auch direkt hinterher tragen. Ah, ich verstehe. Die Dinger muss ich einfrieren. Selbst Otschin kann sich da nicht durchbeißen. Ich verstehe schon, wie die Dinger funktionieren. Hm? Diese Knolle sieht für eine Zwiebel etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie an die Oberfläche, damit wir die beiden miteinander vergleichen können. Ist das Kleber, den wir da mitgebracht haben? Warte, drei Pikmin fehlen uns gerade. Oh, ich habe die anderen jetzt auch noch mal eben kurz hier machen lassen. Guck mal, da ist so eine Spezialleiste gewesen. In anderen Bringen komplett gefroren. Sieht aus, als könnte es zerbrechen, was wenn wir jetzt angreifen. Schnell, gib dem Pikmin den, oder Otschin den Befehl. Ich vermisse die Taste, um die automatisch irgendwo hinzuschicken. Hallo. Wir haben die gestrandete Person gefunden. Überprüfen wir schnell die Lebenszeichen. Puls, Blutdruck, Körpertemperatur, alles innerhalb normaler Werte. Das Lebenserhaltungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Es bleibt nur noch der Transport zur Beagle. Dann können wir uns die Visitenkarte ansehen. Gut gemacht. Sehen wir uns einmal an, was die Visitenkarte uns verrät. Oh, das ist doch... Russ! Heimatplanet Gia. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus Rohmaterialien kann er nützliche Hilfsmittel anfertigen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Das ist Russ, ein Wissenschaftler, der unser Raum und Synchronic Shepard repariert und verbessert. Dein Tisch zwischen wird uns auf unserer Mission von großem Nutzen sein. Wir haben Russ gefunden. Du hast Russ, den genialen Wissenschaftler der Rettungskrew, gefunden. Suche weiter nach den verbleibenden Rettungskrew-Mitgliedern. So, ich glaube, hier unten haben wir alles. Wir haben das Rettungskrew-Mitglied Russ gerettet. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass die Knolle, die wir gerade eben eingesammelt haben, die von den Eispikmin ist. Schicksalsweise erfrischende Schmiere und 11 Kreaturen. 7 Kreaturen, aber eins hat mehr Wert gewesen. Komplett erforscht. Erkundet. Dinoscheinung, die Uhr. Da habe ich sie ganz bestimmt vor der Expedition synchronisiert. Ja. Hm, wenn du an der Oberfläche gewesen wärst, hätte mindestens 6-mal mehr Zeit vergehen müssen. Aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf diesem Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Tani. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber es bedeutet, dass du dir beim Erkunden von Höhlen Zeit lassen kannst. Da liege ich richtig für die Eispigments, die Knolle. Du hast gesagt, die Zwiebel. Hey, die Zwiebel wurde absorbiert.
Im Logbuch steht, dass es sich bei der hellen Knolle um eine Knobknolle handelt. Verschmiert sie mit einer Zwiebel, erhöht sich die Anzahl der Pigmente, die sich außerhalb der Zwiebel aufhalten können, um 10. Oh, das wäre ja eine große Hilfe beim Erkunden. Dann versuch doch gleich mal mir Pigmente aus der Zwiebel zu rufen. Ich habe gerade 30 bei mir. Aber danke der Nachfrage. So, die Eispigmente, die können Wasser vereisen, hieß es. Geht mal ins Wasser. Ah, da brauche ich 30 Eispigment für. Okay. Das heißt, erstmal Eispigment sammeln. Das da oben ist dann auch keine Zwiebel. Das ist eine Knobknolle. Jetzt verstehe ich. Na gut, dann nutze ich jetzt den restlichen, die restliche Tageszeit, um ein bisschen was an Eispigment aufzufüllen. Und mehr mache ich nicht. Das heißt, wir sehen uns dann gleich beim Schiff wieder. Ach, kann ich die Eispigments so gar nicht farmen? Ich kann die Eispigments so gar nicht farmen. Okay, das macht es schwerer. Ich wollte gerade sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Cut, dass ich hier einfach alles absammle und einfach Eispigments farme, aber ich kann die so gar nicht farmen. Wenigstens kriege ich noch ein paar normale Pigments. Ich brauche halt mindestens 30 Eispigments, um das hier zu vereisen, steht da. Na gut, ist auch ein großer Teich. Kann ich ihn zufällig hoch genug werfen, dass sie einfach sagen, ich hole das dann mal? Nee. Okay, außer dem Loch da können wir dann jetzt heute nichts mehr machen. Würde ich sagen, gehen wir da auch noch rein. Sofern das nur eine Ebene hat. Die feurige Fabrik. Mir wurde es plötzlich warm in meinem Raumanzug. Und erst als ich nach unten sah, bemerkte ich das Feuer. Ich verfiel in Panik, doch ein rotes Pigment sah mich ganz ruhig an. Völlig unbeeindruckt von den Flammen. Rote Pigmente sind weit mehr als nur gute Kämpfer. Die roten Pigmente sind halt auch die, die am meisten Nahkampf-Damage drücken. Eine Ebene. Ich würde mal sagen, ich packe vorher die Eispigmente weg. So, ist das ein großes Gebiet? Ach, guck mal, ohne die Elektro-Pigments können wir hier... Ach, guck mal, da hinten sind sogar Elektro-Pigments. Ich wollte gerade sagen, ohne Elektro-Pigments kann ich hier gar nicht wirklich erkunden. Aber das hier sieht schon ein bisschen groß aus. Da würde ich doch lieber sagen, kann ich von hier aus auch wieder zurück... Nee. Wir würden hier wahrscheinlich mindestens 10, 15 Minuten brauchen. Deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Thank you.